Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, okay. Ja, wie man sieht, ich bin außerhalb der Tertalien-Kluft. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ist schon eine Woche her, seit ich gezockt habe. Und ja, ich tippe mal einfach, dass ich zum Dimensionsriss hin muss. Und ich hoffe wirklich. Nee, ich weiß ja, ich habe gerade nachgeguckt und da ist. Ja, dieses Portal, womit wir wahrscheinlich wieder zurück nach Riesemaxia können. Aber als ich mich genähert habe, kam eine Cutscene und ich habe direkt, ich bin in Panik ausgebrochen, habe direkt auf Titelbildschirm zurückgehen gemacht und ja. Ich will ja nichts sehen, bevor ich jetzt nicht auch aufnehme, ne? Und ja, ich habe mal, ja, ich habe euch meinen Gefallen getan und bin einfach hier offscreen aus der Höhle rausgegangen. Da ist auch nichts passiert, keine Skits passiert, ich habe auch keinen einzigen Kampf gemacht. Ah ja, ich habe offscreen doch ein paar Kämpfe gemacht, aber nicht da drinne. Was aber jetzt keinen Unterschied macht, aber was soll's. Dann hören wir mal auf. Du hast noch keine. Ich habe ein bisschen so auf die FP geguckt und Mila braucht ein paar. Ich habe die irgendwie so neu angeordnet. Und nee, habe ich gar nicht. Ich hab die erst neu angeordnet, aber dann waren irgendwie noch voll viele frei. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist und deswegen habe ich nochmal Spiel geladen. Weil so machen das intelligente Spieler, nehme ich an. Und ich tue jetzt einfach auf gut Glück irgendwie aufleveln. Weil, hey. Oh, hi. Boah, direkt für auf einmal. Cool. Brigade verbinden. Oh. Ich weiß ja nicht, gilt das nur an für ihn oder gilt das auch für die anderen? Ich habe da keine Ahnung. Boah, ich möchte zurück nach Riesemaxia. Ich möchte hier Nebenquests und so erledigen. Weil, warum nicht? So, Mila. Keine Ahnung, ich habe die irgendwie hier neu angeordnet, aber dann waren auf einmal hier 3, 4 Dinge auf einmal frei. Weil, ich glaube, ganz unten war irgendwas Gutes. Geisterfrieden vom Geisterarzt verbrauchen 50% der normalen TP-Kosten. Ja, ich glaube, das. Keine Ahnung. Rowan, du hattest glaube ich schon genug, oder? Je mehr Figuren du, also ja. Günstige Gelegenheit. Ich komme überhaupt nicht mehr klar mit den FP, da sind so viele. Ich gehört schon aus Tales of Symphonia 2, aber da waren nicht mal annähernd so viele. Glaube ich. Ungefähr 10 oder so pro Charakter. Egal, wir gehen zum Dimensionsriss. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wo ich hin muss. Wieso haben wir das überhaupt mit dem erstmal gemacht? Weil irgendwie. Ich spiele ja immer nur einmal in der Woche und ich kann die Story ja auch nicht die ganze Zeit unterbrochen im Kopf haben. Und laut der Beschreibung hier sagt mir das auch nicht sehr viel, deswegen... versteht er? Versteht er nicht? Okay. Ja. Okay, ich habe mich hier genähert und da kam eine Cutscene. Die ich natürlich noch nicht gesehen habe. Ich hoffe, wir kommen so nach Riesemaxia zurück. He said he found a sprawl at the foot of this hill. Let's look for a path down. What's that? They must have fallen from there to the bottom of the cliff. Isn't the rift a little small? My guess is it's about to collapse. Jumping back through would be a leap of faith. Count me out! It looks too dangerous! Let's head back down and figure out another way. Was? Nein. Hey everyone. If you plan on returning to Riesemaxia, then I think it's time we parted ways. What? What makes you say that all of a sudden? I know that we pulled off a successful Spyrite tethering together, and we found out some great news. But I'm afraid the only way to stop Gaius at this point is to fight him. I don't want the way you feel now to get in the way of your true feelings. I agree. If we can't be honest with ourselves about why we're fighting, then there's no point in fighting in the first place. In other words, you want us to make our own decision. It'll be a difficult ride ahead. I guess it only makes sense. Mind if I have some more time to think? At least until you're all ready to leave? Sure, of course.
Okay. Don't let your current emotions get in the way. I'm almost acting human. Mila? Sorry, it's nothing. Wait, isn't this... Ja, was war das? Okay. Zeit gewinnen. Hey. There's no way replacing everything Spyrix with Spyrites is gonna be easy as it sounds. In terms of raw numbers, just think of how many Spyrites we'll need. It's true. The Spyrites need to be researched, created, distributed. It won't happen overnight. There is much that needs to be done. But if we can't buy more time, the spirits will go extinct. I will buy us time. Maxwell said it himself. If we remove the schism, the mana that it contains could sustain Olympias for a considerable amount of time. And that's what you intend to do? Yes, it is. It's a long road ahead for all of us. But the more pressing problem is Gaius. If we can't stop him, it'll be too late for Olympias. Yeah. Okay. Story und so mal beiseite, aber ich möchte irgendwie eine Versicherung haben, dass wir vor dem Endkampf, welcher anscheinend immer näher kommt, irgendwie zurück nach Risemexia gehen können. Kann ich nach Dingens? Ja. Ich kann mich nur dahin bewegen, was ist das denn? Oh, perfekt. Weil, ja. Fossil came off. How is she able to continue walking? My stomach seems to be empty. That thing. When do we eat? Again with this one. Good performance, but terrible fuel efficiency. Ich habe mir schon gedacht, das war doch irgendwie das Ding, was er am Bein hatte, aber war mir nicht sicher. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann rede ich nicht. So. Ey, das hat er vollgebracht. Und das auch. Was? Oh. Ha, 69. Brauche ich noch irgendwie... Ne, ich brauche nur hierfür, okay. Dann kann ich sie ja alle verballern. Ja, Hauptsache ich habe nur einen. Ja, dieses Markte, die konnte ich da auch nur hier machen. Das heißt so irgendwie, ich muss irgendwie hier nach... zurück nach Risemexia kommen. Da machen wir irgendwie Sorgen, weil da gibt es ja noch Nebenquests wahrscheinlich. Und... die Rahmenschwarzen Feder muss ich auch noch abgeben. Da will ich also gut wie möglich alles zeigen. Ich möchte irgendwie jetzt nicht das Spiel durchspielen und dann nach dem Endgame irgendwie so alles machen. Das kommt irgendwie nicht so gut, finde ich. Naja, könnte ich eigentlich machen, aber ich würde dann schon alles vorm Endkampf machen. Jetzt nicht hier so optionale Bosse und so was alles. Die könnte ich ja irgendwann dahinter noch reinballern. Weil wenn ich dann auch zu stark bin, dann ist der finale Endkampf ja ein Witz. Und da möchte ich ja auch nicht. Aber hier so, alles was mir so im möglichen Rahmen erstmal ist, möchte ich dann schon mal machen. Boah, ich gehe gar nichts mehr vom Objektladen. So, Blätter habe ich schon abgegeben, aber ja. Viech! Frischer. Boah, 71, was? Hohoho. Boah, guck ich das mal an. Und ich benutze nichts davon. Sollte man vielleicht irgendwie nachgucken. Sehr viel wird sowieso jetzt nicht mehr passieren. Und so. Shops kriege ich auch noch auf Level, was weiß ich, was das Maximum hier ist. 100, sage ich jetzt einfach mal. Ja, macht ja auch Sinn. So, das hier ist auch auf Level 70. Zack. Maxwell Band, was? Maxwell Band? Maxwell Band, ja genau. Bayons. So,
Und wir können uns wieder Waffen holen, weil wir haben so viel, wir können es locker leisten. Radiator. Boah, ich habe so viel Geld, ne? Ein Heldenschwert und ein Mythikalstab. Ja, super. Und jetzt ist alles billiger geworden, ihr könnt mich mal. Wenn so ein Luxus brauchst du nicht. Wow, that's quite a loadout, Elise. With gear like that, you don't even need Tipo. Hey, watch it. What she doesn't need is crazy talk like that. Die anderen auch? Ne, okay. Was haben wir denn hier? Ellenmantel, Goldrüstung. Ja. Gar nicht so teuer. Elementargewand. Woll. Ja, super. Ah. Ich glaube, Jude hat auch Helme, ne? Ja, Jude hat Helme, glaube ich. Und du auch. Heldenmut, Maxwell Band. Das kann nur. Hä? Okay. Was ist der? Resistenten? Ach. Kommst du hier? Gutes. Und ich habe voll wenig Geld. War klar. Hier. Objekte. Ja. Jum. Jum. Nein. Trank des Lebens? Ja, ja. Und schon sind wir wieder gerüstet. Hier ist noch nichts. Da ist aber was. Schon wieder so 5 Gold. Am Schwarzpeter. Ah. Okay, dann geben wir zu. Oder? Ja. Gehen wir, wo ist es denn hier? Nach Belens Haus. Aber wahrscheinlich erst im nächsten Part, ne? Na. So will ich immer nach unten drücken, um zu wissen, wo ich hin muss. Und ich im Belens Haus aus. Warte mal, wieso speichere ich eigentlich nicht? Bin ich irre? So, und jetzt kann ich mir vorstellen, sind wir schon echt so kurz vorm Endkampf? Ich meine, ja, Gaius und Gesee, die waren hier in letzter Zeit, aber trotzdem. Ich denke mal, jetzt kommt wieder dieses typische Gespräch vor dem Endkampf. Gab es auch in Tales of the Abyss. Und ich glaube auch in Tales of Graces. F. Deswegen mache ich hier schon mal einen Cut und stelle mich im nächsten Part schon mal auf ein paar Cutscenes ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bye bye.